Ich grüße euch, liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute endlich, wie versprochen, der zweite Teil mit Frank Köstler. Wir unterhalten uns über aktuelle Ereignisse. Wir machen eine kleine Lagebesprechung. Darunter zählen sicherlich auch Themen wie WM, haben wir uns mal mit aufgeschrieben. Wie sind denn die Energien grundsätzlich im Land? Und wie gesagt, wie ist überhaupt der Stand der Dinge, wenn wir, ich würde jetzt gar nicht sagen geostrategisch gucken, aber es gibt ja genügend Agendas und Pläne und inwieweit die noch funktionieren, inwieweit die umsetzbar sind. Und da wollen wir heute mal ein Stück weit reinschauen. Frank, ich grüße dich, herzlich willkommen in der Sendung. Schön, dass wir wieder zusammen sind, Patrick. Freut mich sehr. Danke, danke für die Einladung, ja. Na, ich erst. Unser letztes Gespräch ist ja auch sehr gut angekommen und es hat sehr viel Spaß gemacht, auch generell mal ein paar Themen mit dir zu besprechen. Und ich möchte es hier auch nochmal erwähnen, das, was ich ja sehr an dir schätze, ist eben deine sehr dezidierte Sichtweise und dass wir sehr schnell auch mal in andere Themen reingehen können, da du ja auch jemand bist, der dann sehr genau auch differenzieren kann. Und das schätze ich sehr an dir und ich denke, das werden wir auch in dieser Sendung wieder machen. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Danke für die Blumen. Du bist mir in Erinnerung geblieben als sehr, sehr guter Fragensteller, der sehr genau zuhört und der einem Vormannsmerk die Hosen schon ausgezogen hat. Aber ich finde es sehr angenehm. Ich finde es sehr gut. Ja, ich finde es wirklich sehr gut. Ja, wir wollen ja uns nicht über Blümchenthemen unterhalten. Es geht schon zur Sache letzten Endes. Aber ich glaube, es bleibt immer ein offener Dialog und als solches möchte ich das auch letzten Endes bezeichnen. Lass uns doch mal einsteigen. Da bin ich jetzt nämlich nicht so ganz up to date. Ich weiß, dass die deutsche Mannschaft rausgeflogen ist. Ich habe einen Teil des Spieles tatsächlich auch gesehen. Muss aber sagen, ich bin jetzt nicht so der Mainstream-Gucker oder Fußball-Gucker an sich nicht. Aber ich würde mal einschätzen, dass das auch natürlich etwas mit der Stimmung im Land zu tun hat und dass das hier auch etwas mit Energien zu tun hat. Wie siehst du denn diese Sache? Genau deswegen wollen wir es nämlich mit reinnehmen, Patrick. Wir wollen da jetzt hier keine Sportreportage machen oder WM-Berichterstattung. Nein, sondern weil genau das, und das sage ich jetzt wirklich auch seit Jahren schon, ja, eine Nationalmannschaft ist ein Spiegelbild, ist ein Symbolbild, ist ein Energieträger. Nicht nur von einer Stimmung im Land, sondern in einer, sagen wir mal, Energieebene oder Metaebene von einem Land, von einem Geist, von einem zum Beispiel deutschen Geist. Eine Fußballmannschaft war, wenn du zurückguckst, über die letzten 10, 15, 20 Jahre der letzte Bereich, wo man noch Nationalbewusstsein zeigen dürfte, wo das gestattet war. Da hat man Trikot angezogen, hat ja etwas von einer Uniform, ja. Und man hat das eigentlich über die Jahre, ja, meine Gewahrnahme zumindest, zerstört. Man hat es zerstört über weibliche Kommentatoren, nichts gegen weibliche Kommentatoren, aber wenn du welche hast, die dann auch noch schreien oder die eine unangenehme Stimme haben oder wo du das Gefühl hast, die Frau ist jetzt eingesetzt unter Umständen, um eine männliche Domäne zu unterhöhlen, ja, oder wird so missbraucht, wie auch immer, nichts gegen die Kommentatoren, ja. Wenn ich sehe, dass die Mannschaft politisch zusammengestellt wird, dass der Sport politisiert wird, dass mit Gewalt jetzt nicht mehr Leistung oder fußballerisches Können an erster Stelle ist, sondern immer mehr äußere Einflüsse sich da dran docken. Sprich, sie letztendlich nicht mehr das tut, was sie soll, die Energien von einem Geist abbilden, sondern alle benutzen es für irgendetwas. Dann schwächst du diesen Geist. Und alles, was ich sagen will erstmal ist, es ist dann passiert, was jetzt das zweite Mal passiert. Du hast einen Energieabfall in der Truppe. Es spiegelt die Stimmung im Land. Die Leute begeistern sich nicht mehr dafür. Es kommt zu den sportlichen Misserfolgen. Und wir sehen es das zweite Mal. Ja. Also so wäre ich rangegangen, dass es ein Stellvertreter von einem Geist ist. Und du siehst da, im Grunde siehst du einen Niedergang, ja. Ja. Ich meine, mich zu erinnern, dass ja auch in der letzten WM das Thema ja umbenannt worden ist, ne? Von Nationalmannschaft, sondern nur noch Mannschaft. Und das alles schwingt so ein bisschen für mich in das ganze Thema auch rein, in dieses Gender-Geschichte. Das hattest du jetzt eben halt auch schon angedeutet mit dem weiblichen Kommentatoren. Auch ich möchte das vollkommen wertfrei hier darstellen. Natürlich haben auch Frauen Berechtigung im Männersport und Männerfußball, das zu kommentieren, das ist ja keine Frage. Müssen wir nicht diskutieren. Aber eben
ist es eben etwas, weil man sagt, ey, das tut der Sache richtig gut, das ist ein Mehrwert, oder wird das eben aus ideologischen Gründen eben gemacht? Und da muss man dann schon anfangen zu differenzieren, denn ich würde auch sagen, dass das eher schon wieder ideologische Gründe hat, oder? Genau so ist es. Es sind Politisierungen darinnen. Der Sport wird nicht mehr des Sportes willen betrieben, sondern du hast ja auch diesen Kniefall zum Beispiel gesehen, ja. Als sie vor die auf, und dahinter waren dann auf den Banden waren Regenbogenflaggen mit Eat It drauf. Ja, Eat It. Also friss es. Also könnte man missverstehen als eine als Botschaft an den Zuschauer. Knie nieder, friss das und friss bitte auch diese Buntheit, die wir jetzt also mit einer Hommage jetzt an homosexuelle Liebe verbinden oder an bestimmte geschlechtliche, ist mir egal, ja. Aber man sieht, da meine ich den Missbrauch. Und dieser Missbrauch, der geht in die Geistfelder rein und was in den Energien drin ist, was im Geist ist, ergießt sich auf die Erde als Ereignis, als Manifestation, als Materie. Und insofern ist dieses Ausscheiden wieder einmal sehr, sehr schöner Stichpunkt. Ich habe das hier auch mitgebracht, deswegen war ich jetzt so ein bisschen, ich zeige dir mal was, wenn du mich freischalten würdest, dann kann ich dir eine Folie zeigen, weil das ist auch Bestandteil von einem Vortrag bei mir, das Ganze. Warte mal. Können wir gerade mal spontan so reinnehmen, wenn es dir recht ist? Ja, wenn ich es auch wissen würde, wie es geht. Du müsstest eigentlich... Ach so, okay, dann war ja jetzt auch nicht abgesprochen. Gut, wir haben ja gesagt, wir wollen spontan sein, gell? So sieht's wohl aus. Das ist wohl sehr spontan. Warte mal, ich guck einfach mal, ob ich es tun kann mit deiner. Normalerweise sollte es gehen, ja, dass du den Bildschirm freigeben kannst. Also. Ja, gut. Dann tue ich das jetzt mal. Ich schalte dich dann halt nur hier mal groß. Ihr Screensharing wurde unterbrochen. Gut, nö, dann komm, dann lassen wir es. Das ist zu spontan. Dann machen wir es beim nächsten Mal richtig, okay? Dann machen wir es wohl beim nächsten Mal, genau. Okay, gut. Machen wir weiter. Ja, und dann bleibt jetzt eben dann einfach nur ein Teil genommen. Die deutsche Mannschaft, genannt nur noch die Mannschaft, hat jetzt dann erfolgreich am Sportfest teilgenommen, so wie die Urkunden bei Fußballturnieren für den 10., 11., 12. Platz, so ungefähr aus der Jugend, ja. Ja, und ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Symbolbild, einfach für einen Niedergang, auch für die fehlende Einheit, die da ist, die zerstört wird durch Energien von außen. Von daher ist das ein, denke ich, ganz netter Aufhänger. Ja. Mhm. Jetzt gibt es natürlich sehr viel hämische Kommentare, dass die deutsche Mannschaft nun im Achtelfinale auf das Flughafenpersonal trifft und so weiter. Tatsächlich war der Auftritt auch insgesamt, uns wird Doppelmoral nun vorgeworfen. Man wolle das Gas, würde aber fremde Traditionen, Brauchtum und Kulturen nicht akzeptieren. Ich habe auch nie verstanden, warum man jetzt eine Geste mit sich den Mund zu halten dafür benutzt, dass man seine Meinung sagen will und dieses nicht dürfe. Ja, war alles ein bisschen unglücklich und in mir hat es tatsächlich Fremdschämen-Aspekte erweckt. Und ich als großer Fußballfan habe von dieser WM tatsächlich jetzt nur ein Spiel gesehen. Ja. Ja. Jo. Ich erinnere da mal an die Aussage des ARD-Chefredakteurs, wenn ich mich recht entsinne, oder sogar Adjutanten, nagelt mich da jetzt nicht fest, der vor 2 Jahren ja gesagt hat, die Maske muss der Maske willen getragen werden. Ne? Das ist ein Zeichen von Gehorsam. Und an solches hat mich diese Geste auch letzten Endes erinnert, weil es natürlich etwas symbolisiert. Und ich habe einen Kurzbericht gesehen, aber rein durch Zufall muss ich sagen, wo... Ich weiß gar nicht, ob es der Sportchef war oder sowas, der gesagt hat, es waren eigentlich nur 2 Mitglieder des Teams damit einverstanden, diese Geste zu machen. Alle anderen waren es eigentlich nicht. Und natürlich in dem Moment, wo du dann dazu gezwungen wirst, es gibt Unmut. Ne? Und jeder, der sich mit egregorialen Feldern auskennt, haben wir auch bei Blaupause die ein oder andere Sendung gemacht. Also ein Egregor ist etwas, was natürlich in dem Moment, wo 2 Leute zusammenkommen und an einem Projekt arbeiten, entsteht ein bewusstes Feld, ein Bewusstseinsfeld mit eigenen Möglichkeiten der Entscheidung. Und natürlich bei so einer ganzen Mannschaft natürlich dementsprechend ein sehr großes egregorianisches Feld. Und wenn du dann natürlich solche Störungen reinbringst, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass gewisse Leistungen einfach nicht da sind. Ich hatte
lustigerweise beim Schauen dieses Teils, was ich geguckt habe von dem Spiel, auch den Eindruck, weil ich erinnere mich auch, da waren ja ein paar Lattentreffer, ein paar Pfostentreffer dabei. Da ging mir so durch den Kopf, na, wie viel Magie wird hier eigentlich wohl von der Gegenseite eigentlich noch mit verwendet? Ne? Also, wo man sagt, man kann so ein Spiel vielleicht magisch gar nicht kippen, aber man kann dafür sorgen, eben, dass die 2-3 Zentimeter, ne, eben dann fehlen, um ein Tor zu schießen zum Beispiel. Es will einfach nicht gelingen. Und diesen Eindruck hatte ich auch beim Zuschauen, dass das etwas ist, was aus einer energetischen Ebene kommt, wo hier sehr viel Einfluss genommen wird. Vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht ist das auch völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen, aber das war so mein Eindruck. Du nicktest jetzt gerade, du hast ja offensichtlich eine ähnliche Idee. Ja, spannend, spannend. Also du hast ein Modethema dieser Zeit, greifst du auf, und das wird in der nächsten Zeit auch noch immer, immer größer werden. Das ist die Magie. Die Magie besteht in diesem Falle schon einmal darin, dass man den Egregor der deutschen Mannschaft nachhaltig geschwächt hat. Das wollte ich mit meinen Ausführungen auch schon andeuten oder dahin leiten, ja. Indem man das Kollektivfeld schwächt, indem man die Verbindung des, sagen wir mal, Volkes zu seinem Symbolträger Mannschaft zerstört, indem man von außen wie Mäuse an einem Käse nagen, mit Politisierung, mit Sprüchen, die unpassend sind, damit hereinfunkelt, funkt, alles das schwächt den Geist, den eigentlichen Geist. Damals hieß es mal, 11 Freunde müsst ihr sein. Ja, 11 Freunde müsst ihr sein. Du hast es richtig gesagt. Da waren, die Mannschaft selbst war gespalten, Spiegelbild des Volkes in zwei Teile, die den Armbindenkram gut finden oder die Gesten oder den Protest, und die sagen, lasst uns doch hier einfach Fußball spielen und in Respekt vor den Leuten hier auftreten. Aber dann hast du halt auch Kommentatoren in der Mainstream-Presse dann als meinungsstarke Kommentatoren gefeiert, die von Bademänteln reden bei den Gastgebern. Das sind alles im Grunde Entgleisungen, die natürlich in dieses Feld reinwirken. Ich bin jetzt nicht mal moralisch drauf, ich beobachte einfach nur ein geistiges Feld, wie sich das entwickelt, und das zerstörst du damit. Ja. Nebenbei gesagt, finde ich in unserem Land jetzt Armbinden-Diskussionen nicht so glücklich. Ja. das wird garantiert Folgen haben, wenn da jemand sozusagen die Roben, ich weiß jetzt auch den Fachbegriff nicht, was sie da anhaben, aber wenn das jemand als Bademantel bezeichnet, kann ich mir gut vorstellen, da wird es noch einen Bumerang geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saudis sich das hier fallen lassen, wenn die das mitbekommen. Ja? Das ist ja schon fast ein Schimpfwort. Ich möchte aber vielleicht mal einfach daran erinnern, ich habe ein Kurzstatement zu diesem Thema gesehen, es war ein 2 Minuten Ausschnitt aus einer Pressekonferenz von einem Schweizer Nationalspieler, der schlichtweg ist auch gefragt worden, was er zu dieser Debatte hält und so weiter und so fort. Und er hat auch klipp und klar eigentlich gesagt, wisst ihr was, Freunde, eigentlich bin ich hier, um Fußball zu spielen. Und ich bin auch nicht hier, um in irgendein Land zu missionieren. Ja, vielleicht gibt es hier kritische Beiträge, aber die FIFA hat es ja wohl seit, keine Ahnung, 10 Jahren gewusst, dass die WM dort stattfinden soll in Katar. Man wusste also auch um die Menschenrechtsverletzungen und generell, wie die dort eingestellt sind. Aber er hat klipp und klar gesagt, naja, wir sind aber nicht hier, um zu missionieren oder unsere politische Meinung diesem Land überzustülpen. Egal, ob die jetzt, keine Ahnung, ne, das ist jetzt meine Aussage, ob die 200 Jahre mit ihrer Ideologie in der Vergangenheit leben oder nicht. Das ist doch gar nicht unser Job. Aber wir kommen dorthin, und das hat man auch gehört, dass das hauptsächlich wohl von der deutschen Presse und von der deutschen Delegation eben so forciert worden ist auch, oder von dem deutschsprachigen Raum, dieses Thema dort permanent zu fokussieren. Ne? Also das ganze Gender-Thema, Armbinde und so weiter und so fort. Ich muss sagen, da hat er aber recht. Na klar, ist das zu kritisieren, was in diesem Land dort geschieht, das ist doch keine Frage. Aber sind wir wirklich berufen, aus unserer Geschichte und Vergangenheit in anderem Land irgendwie zu erzählen, wie es zu leben hat oder welche Kultur es zu leben hat? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, der Herr Habeck war ja jetzt da unten. Ich meine, es gibt eben auch eine schöne Knüpfung an das Energiethema. Wenn wir bei dieser WM so rausfliegen, wenn es da so gehakelt hat, dann ist eben just Katar ein Land, von dem wir jetzt dann auch Gasdeals möchten. Zumindest der Herr Habeck, ja, der da vor Ort war. Und der hat dann auch Doppelmoral vorgeworfen bekommen, ja, von diesem katarischen, ich glaube, Energieminister war es. Der sagte, als der bei mir war, da ging es nicht um Menschenrechte oder sonst irgendwas oder Tradition, Brauchtum, dem ging es einfach nur um Gas. Ja. Aber auf der anderen Seite geht es dann eben nicht nur einfach nur um Fußball. Mhm. Und nebenbei gesagt,
klar, diese Spaltung in der Mannschaft, und du weißt, ein Mannschaftsgeist ist enorm wichtig für einen Mannschaftssport, der ist dann natürlich manifest, wenn zwei, drei Spieler einen Protest gut finden, die anderen nicht. Nebenbei muss sich der DFB auch noch fragen lassen, wo sein Protest dann für die Meinungsfreiheit war in den letzten zwei, drei Jahren, ja, in der gesamten C-Zeit und den Millionen Bürgerprotesten, da war nämlich Stille, ja. Also so entsteht ein sehr unglückliches Bild, wo die Masse der Menschen einfach, denke ich, nicht mehr, vergleicht es mit dem Sommermärchen, nicht mehr hinter dem DFB, der Mannschaft und diesem der Sportausübung dann steht. Und dann kommt es durch Energiearmut, das ist nämlich das nächste Stichwort, kommt es dann zum frühen Ausscheiden. Ne? Insofern ein herrliches Spiegelbild, diese WM. Ja. Deswegen habe ich auch gebeten, die reinzunehmen, ja, bitte? Ja, ist jetzt vielleicht kein Thema, was alle interessiert, aber was ich interessant finde, trotzdem allerdessen, weil man hier wunderbar natürlich eben die physikalischen Ereignisse, die zu beobachten sind im TV, mit den energetischen Dingen einfach wunderbar kombinieren kann. Und du hast gerade ein wunderbares Thema genannt. 2006, die WM im eigenen Land. Jeder darf doch jetzt mal eine Minute kurz da mal reinfühlen, wie sich das angefühlt hat damals. Aus meiner Sicht das allerletzte Mal in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, wo es sowas, und das, da hast du gerade ein Stichwort vorhin genannt, deutscher Geist, denn da möchte ich jetzt nämlich nochmal drauf kommen. Wie sich das angefühlt hat, dieses, und ich habe damals schon eigentlich gesagt, damals war ich noch nicht bei YouTube und sonst irgendwas, ne, war so im privaten Bereich, und ich sage, ich würde mich nicht wundern, wenn man versucht, dieses relativ schnell wieder zu unterbinden, dieses Gefühl, überall siehst du deutsche Flaggen und so weiter, ja, und das ist ja normalerweise, sind wir ja so, sagen wir mal, konditioniert, dass wir da schon zusammenzucken, ja, oh Gott, was, Nationalstolz und sowas, das darf es in diesem Land ja gar nicht geben, ne, ist von ganz oben schon seit längerem, seit Jahrzehnten ja eigentlich nicht gewollt. Und plötzlich taucht das auf und man hat gesagt, na ja, ist ja nur Fußball und so weiter. Aber es hat eben halt auch das Land noch eine ganze Weile getragen. Dieses Gefühl war ja mit Abschluss der WM 2006 ja nicht weg sofort, sondern dieses Gefühl war ja noch lange Zeit, hat ja Bestand gehabt. Und hier sieht man, was das eigentlich ausmachen kann, wenn, oder sagen wir es andersrum, wo Sport oder Fußball etwas bewirken kann, was auf jeder Ebene im ganzen Land irgendwo auch noch nachklingt und nachhallt. Und das ist ja komplett weg. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und das ist gar nicht so lange her. Ja? Und die Spaltung, die es heute gibt im Land, du hast es angesprochen, durch diese ganze Corona-Kram, die Aufspaltung der Meinungen oder sowas, das ist ja heute überhaupt nicht mal im Ansatz vorstellbar, dass solche Energien hier nochmal in diesem Land kommen. Genau. Oder? Ich halte es auch für keinen Zufall, dass dann zum Beispiel ein großer, blonder, blauäugiger, also das Symbolbild von, nehmen wir mal, Deutschtum, so wurde uns das ja immer gesagt, das sei ein, ne, rein körperlich, dass der dann Kapitän ist und dass just dieser dann eine Armbinde trägt. Also die LGBT hast du nicht gesehen, Armbinde trägt. Hm. Weil das sind natürlich auch, ich nehme es wahr als Unterwanderungen dann, ne? Da werden Aussagen transportiert. Der hat dann eben keine Deutschlandfahne da drauf, wie früher noch eine Nationalmannschaft, sondern er steht für eine politische Agenda vieler Geschlechter und was weiß ich noch alles, ja. Und man könnte dies tatsächlich als, sagen wir mal, spirituelle oder energetische Zersetzung wahrnehmen, ja. Nämlich dieses Egregors dahinter, ja. Mhm. Einfach genau das, was du gesagt hast, so ein positives Nationalgefühl, eine positive Anbindung an Symbolismen, in dem Fall groß-blauäugig, das wird alles zerstört daneben, ja. Mhm. Ja. Und mir ging's wie dir, ich habe die ganzen Jahre, habe ich da drauf auch schon gewartet. Wie lange lässt man das denn zu? Mir war es aber tatsächlich unerklärlich, so vor 20 Jahren zurück, wie man das anstellen will, das kaputt zu machen. Die letzten 8 Jahre hat man es sehr gut gesehen. Ja. Mhm. Und deswegen wollte ich das Thema mit reinnehmen, weil es ganz eng mit dem deutschen Geist zusammenhängt. Da habe ich momentan einen Vortrag fest oder neu laufen. So, der geht über 3 Stunden. Da geht es viel über Sprache, aber auch viel über Symbolbilder, wie jetzt eben eine Nationalmannschaft und über unsere Rückanbindung. Mhm. Ja, denn das wird ein Thema sein in den nächsten Jahren und das ist auch die gute Botschaft in dieser Sendung. Uns stehen ja ein paar haarige Zeiten bevor. Wir haben es ja wann war ich bei dir? Im Juni oder so? Ne? Ich glaube Juni, ja, es könnte hinkommen, ja. Ich
Da haben wir ja schon gesagt, dass der Winter wird die Zeit, wo man Deutschland an die Wand fahren möchte. Wir kommen nun da rein. Der Winter beginnt ja jetzt dann in 2-3 Wochen, 21., 22. Dezember. Mhm. Und du siehst, wie die Diskussionen jetzt zugenommen haben, was mittlerweile seitdem alles passiert ist. Blackout ist ständig ein Thema. Die Pipelines, die jetzt gesprengt worden sind. Ich mache jetzt von unserem letzten Gespräch so einen leichten Rückblick herein. Und auch die, ich denke halt immer symbolisch und in Energien, sind absolut wichtig. Darf ich da kurz drauf eingehen nochmal, obwohl es schon älter ist? Gerne, ich komme dann mit meiner nächsten Frage auch nochmal auf das Thema, was wir gerade hatten, gerne nochmal zurück, weil da habe ich noch auf jeden Fall eine Frage. Achso, dann mach doch erst, dann merken wir uns die Pipelines, ich schreib die auf, mach du erst. Genau, du hattest eben halt das Thema deutscher Geist angesprochen. Ich finde das ein sehr interessantes Thema und ich würde natürlich, und ich weiß, es ist eine komplizierte und unter Umständen auch nicht leicht zu beantwortende Frage, aber gib uns doch mal eine kurze Einschätzung aus deiner Sicht, was ist für dich der deutsche Geist? Kann ich machen. Vorab eins, der deutsche Geist ist ebenfalls eines der Themen, die in den nächsten Jahren ein ganz starkes Wiedererstehen und Wiederauferleben haben werden. Ja, und das ist auch eine sehr, sehr gute Botschaft. Ja, wir haben sehr viel Unterdrücktes, kommt da jetzt bald wieder hoch. Was ist der deutsche Geist? Der deutsche Geist ist die ungefähre Umkehr von dem, was uns gesagt wurde. Wir haben 80 Jahre Umerziehung hinter uns, Entbindung von den Ahnen, Zerschneiden von Bändern zurück. Was wird uns immer gesagt? Der deutsche Geist sei zum Beispiel militaristisch, kalt, herzlos, rational, zerstörend, Pickelhaubenmentalität. Ja, da sind wir irr, ein Fanatismus ist damit drin. Das ist vielleicht noch am nächsten dran an der Wahrheit, denn der Fanatismus ist in Wahrheit ein Schwarm, ein schwärmerisch sein. Ein schwärmerisch sein mit was? Ein dauerndes in Liebe sein mit der Natur, mit Lyrik, mit Schönheit, mit Ästhetik, da mit Gedichten, da haben wir tatsächlich reichhaltige Vorfahren, die davon auch Zeugnis gelegt haben. Ja? Der deutsche Geist, die deutsche Seele. Schau dir Bauwerke an. Wenn ich die Bauwerke der heutigen Zeit sehe, moderne Architektur, dann sehe ich Kälte, Effizienz, Rationalität, eben Globalismus, Betriebswirtschaft. Schau dir Bauwerke von vor 100 Jahren an. Sehr viel Ornamentik, sehr viel Symbole, sehr viel Figuren damit dran, sehr viel Raumverschwendung, der Größe willen, sehr viel Schönheit, sehr viel Eleganz. Wer sind jetzt hier die sachlich und nüchternen? Die von früher oder wir heute? Ja, der deutsche Geist, die deutsche Seele, eng verbunden mit einer Romantik, die in die Burgen, die Ritter, in die Mittelalterzeit geht, aber auch früher dran ist, Arminius und so weiter. Vor allem aber eines, ja, vor allem eines, was macht den deutschen Geist aus? Er ist unrastig dabei, Dinge vom Himmel auf die Erde zu bringen. Also der Kopf ist ein Stück weit immer in den Wolken. Man könnte sagen, er ist sehr gut angebunden an Geistiges, an mentale Felder und verkörpert das dann zurück in jeder Form, ob es Malerei, Lyrik, Baukunst, Erfindungsreichtum, alles ist. In den letzten Jahren, vielleicht war das eine Epoche unserer kollektiven Evolution, ist er in die Zerstörung reingegangen, ja, Waffentechnik und so weiter. Da hat er sich darin ausprobiert, hat er da gekniffelt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, frag lieber wieder rein. Deutscher Geist ist, dass du Mentales hier auf die Erde bringst in Schönheit. Punkt. Verkörpern. Mir ging sofort das Thema Freude, schöner Götterfunke durch den Kopf. Ja, was ich damit verknüpfen würde. Und ich verknüpfe auch in diesem Moment automatisch dann plötzlich das Thema Brüderlichkeit auch irgendwo damit. Und ja, auch Intelligenz, aber mit Herz. Ja, also keine kühle Intelligenz, reine Ratio, die betriebswirtschaftlich entscheidet in dem Sinne, sondern immer mit Herz. Intelligent, ja, aber immer mit Herz. Klar, und es kommen noch sehr viele mehr Attribute dazu, sicherlich. Ne,
wie oft haben wir das in den letzten 10, 20 Jahren gehört von vielen Menschen oder sowas, die Zeit der Dichter und Denker in diesem Land, das ist doch vorbei. Ja, und ich hatte erst kürzlich eine sehr interessante Diskussion, wo ich einfach mal, das war aber privat, wo ich die Frage gestellt habe, wieso haben wir denn eigentlich nicht die allerbesten, ja, aus ihrem Metier als, sagen wir mal, Führer und Lenker, ja? Ich hatte es auch in den letzten Zeitqualitäten nochmal angesprochen, weil das auch wunderbar reingepasst hat. Aber genau das ist ja schon der Ausdruck. Ich meine, das sieht man letzten Endes nirgendwo mehr. In keinem Parlament dieser Welt würde ich das mal jetzt unterstellen. Aber genau das fehlt letzten Endes. Ne? Das Rückgrat wieder, diese Standfestigkeit, Herz, Logik, dass das miteinander kombiniert ist und natürlich dementsprechend ganz andere Entscheidungen getroffen werden, was wir in den letzten 20, 30 Jahren vermutlich viel mehr gesehen haben, ist eben halt das ideologische Abbild. Und das, und immer mehr, und das haben ja auch Kritiker schon vor 20 Jahren gesagt, dass dieses Thema, was ist real tatsächlich da draußen und was ist ideologisch, dass das irgendwann mal massiv aufeinander kollidieren wird. Und ich habe im Augenblick den Eindruck, dass wir die Zeit erreicht haben, wo die Ideologie nämlich buchstäblich auf die Realität kollidiert, muss man schon fast sagen. Ich habe vorgestern, glaube ich, ein Screenshot von dem Titelbild Bild-Zeitung gelesen. 64% waren, glaube ich, schon unzufrieden mit der Regierung. Wenn die Bild-Zeitung sowas schreibt, hat das ja auch immer einen gewissen symbolischen Wert und bedeutet für mich letztendlich aus der energetischen Ebene, ah ja, hier wird schon angekündigt, der Umbau sozusagen der Bühne. Ja, dass es eben nicht tragbar ist, was da aktuell läuft. Weil wir können diese Ideologie gar nicht weitermachen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja wirtschaftlich überhaupt nicht möglich. Die meisten in diesem Land wollen es auch nicht. Das ist mein Eindruck zumindest. Vielleicht irre ich mich. Und deswegen werden ja Minderheiten so vom Volumen her so laut aufgedreht, dass man den Eindruck haben könnte, dass sie die Mehrheit sind. Aber das sind sie ja gar nicht. Ist so. Es ist ja genau das, was Propaganda macht, nämlich Minderheiten so laut zu drehen, dass sie die Mehrheit übertönen und damit den Eindruck erwecken, sie wären viele, was ja gar nicht der Fall ist. Exakt so ist es. Da war viel drin, sehr viel Gutes. Also ich denke, in dem Maß, wie hier der angloamerikanischer Einfluss zurückgeht, und ich denke, auch das erleben wir in den nächsten Jahren, kommt automatisch der deutsche Geist, die deutsche Seele wieder zum Vorschein. Und du siehst das bereits jetzt schon, wie dieses Thema langsam Fahrt aufnimmt. Schau, du bist auch sofort drauf angesprungen. Ja, weil es untergründig in uns bereits da ist. Du weißt, ich lese immer gerne in den Energien und versuche dann, das ist eigentlich der schwierigste Teil, das Ganze, bevor es passiert, hochzurechnen in den Wahrscheinlichkeiten, ob es passiert, ob es sich ausdrückt. Aber es ist sehr, sehr deutlich wahrnehmbar, dass die Leute ganz, ganz viel Interesse jetzt schon wieder entwickeln, auch an deutscher Sprache, an deutscher Sprachkunst, an den Bedeutungen da drinnen. So erkläre ich mir ein Stück weit, dass wir da jetzt eine Zeitenwende sehen. Das hast du ja eben auch schon angedeutet. Du selbst hast jetzt auch schon gesagt, wir kommen jetzt in neue Zeiten herein. Wir haben in der letzten Sendung soweit gesagt, wir fahren jetzt erstmal an die Wand. Dann sage ich jetzt, wir haben auch einen positiven Aspekt schon. Das ist ein Wiederauferleben, so sein zu dürfen, wie man ist von innen heraus. Das wird eine große Befreiung sein. Das dazwischen fehlt uns jetzt noch. Das haben wir noch nicht erörtert. Mhm. Und das ist halt jetzt auch weniger erfreulich. Und das sehen wir jetzt auch schon, wie sich's ankündigt. Ja. Mhm. Wie sich's ankündigt mit der symbolischen Energiearmut. Da sind wir jetzt im Grunde wieder bei der deutschen Mannschaft. Aber genau, und jetzt können wir rübergehen zu den Pipelines. Aber auch weltlich, jetzt machen wir es andersrum. Plötzlich erfahren wir, in der Ostsee werden Pipelines gesprengt und da folgern wir zurück auf die Energiefelder. Das sind nicht nur die von Zerstörung, sondern das bedeutet tatsächlich auch, dass Deutschland quasi ja die Lebensadern abgeschnitten bekommt. Ja, denn es wurde uns ja auch erklärt, das war das Geschäftsprinzip Deutschlands, eben billige Energie zu nehmen aus dem Osten und das dann umzuarbeiten mit Hightech-Industrien in tolle Produkte, um dann Exportweltmeister zu werden, weißt du?
Also hochwertige Güter ins Ausland zu geben, um dann in Softwareprogrammen Bilanzen zu haben, die dir sagen, du hast einen Anspruch für jemanden, ob du den je, gegen jemanden, ob du den je bekommst, was anderes. Also diese Geschäftsgrundlage, die fällt jetzt weg, wird uns erklärt. Und so wie die Lebensadern in der Industrie verstopft worden sind und die jetzt bald abwandern, weil wir durch eine grüne Partei deindustrialisiert werden, sozusagen wieder ein Grünland werden, wieder ein Bauern- und Arbeiterstaat werden, so siehst du das Gleiche auch mit das Thema Thrombosen in den Körpern drin. Und so zerfällt momentan quasi, und das ist die jetzige Zeitqualität, jetzt sind wir im Jetzt, ich beschreibe das jetzt, wie die Narrative zerfallen, wie das Alte geht, wie es zerstört wird. Und das hast du momentan ganz, ganz viel. Auf einmal, jetzt ich nehme mal so tagesaktuelle Presse, auf einmal liest du, Merkels Bilanz ist verheerend. Ei, das war doch jahrelang unsere Heldin, die tollste Kanzlerin, die wir hatten. Und ich habe gestern etwas gesehen, Tankstelle überfallen, Mundschutz als Maske. Was tut so eine Meldung? Es bringt ganz neue Gedanken rein, die wir 2 Jahre nicht mal denken dürften. Die Maske war ausnahmslos und nur gut. Und auf einmal wird die zum Verbrechermittel. Du siehst auf einmal, dass gesagt wird, Herzstillstand aufgrund Nebenwirkung von Druckmitteln. Du siehst ein bayerisches Verwaltungsgericht hier bei euch unten, die jetzt auf einmal Lockdown-Bußgelder zurückbezahlen und. Also Thema da wieder, der Rechtsstaat funktioniert also oder was? Es ist sehr billig jetzt, nachdem man seinen Willen durchgedrückt hat, plötzlich Gelder dann zurückzugeben, da lacht man drüber. Wenn man dafür simulieren kann, es würde ja alles noch mit Recht und Gesetz vielleicht zugehen. Ja. Ich glaube, es war sogar das bayerische Verwaltungsgericht, was gesagt hat, dass auch die Ausgangssperren verfassungswidrig waren. Das Schöne ist, interessiert natürlich heute niemanden mehr. Haben wir schon wieder ganz andere Themen, die im Mainstream besprochen werden, ganz andere Problematiken eben, nämlich Energiekrise und hast du nicht gesehen. Das heißt, diese ganze Aufarbeitung und Rückarbeitung letzten Endes eigentlich der verfassungswidrigen Maßnahmen, die wir zu tun haben, das interessiert doch überhaupt keinen mehr. Es ist auf gut Deutsch, ist Gras drüber gewachsen, tritt da irgendeiner zurück oder er macht auch nur den Anschein irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu sagen, oh ja, dann übernehme ich mal hier die Verantwortung, weil ich habe das irgendwo auch zu verantworten gehabt letzten Endes. Ne? Der Wink geht zum bayerischen Ministerpräsidenten etc. pp. Und so weiter und so fort. Und so tauchen ja überall plötzlich diese Meldungen auf, wo man feststellt, Moment mal, ne? Auch wir haben in Anfang 2020 eine Sendung gemacht zum Thema, wie sieht das überhaupt aus? Wir haben ja Vermummungsverbot in diesem Land. Ne? Du darfst dich nicht vermummen. Was macht denn das jetzt, wenn du den ganzen Tag Maske trägst? Ne? Dann tauchten auch irgendwann die Memes im Internet auf, ne? Wenn eben Überfälle sind oder sowas. Wie willst du die Leute noch identifizieren? Ja? Und. Und das sind alles Themen, riesen Aufschrei, alles Verschwörungstheorie, alles Quatsch, alles ist rechtlich. Ne? Auch das Thema Merkel ist auch sehr interessant. Gibt es jetzt nur noch wirklich ganz hartgesottene, sage ich jetzt mal, die sagen, das war die, ne, die 16 Jahre haben dem Land gut getan. Ich, ohne mir jetzt auf die Schulter zu klopfen, aber ich war schon vor Merkel, habe ich schon gesagt, aber damals auch eben im privaten Bereich, weil YouTube habe ich damals noch nicht gemacht und sowas, gesagt, ganz im Gegenteil. Es wird die schlimmste Zeit werden, je länger die an der Macht ist, umso schlimmer wird es diesem Land gehen, weil es war vorher klar, wo kommt die Frau her, was hat die für eine Ideologie? Nach den ersten 3 Jahren hast du gewusst, dass das stimmt und wo die Fahrtrichtung hingeht, denn sie hat nämlich alle kompetente Leute um sich drumherum, ja, weg. Die waren alle plötzlich weg. Ne? Und dann tauchte das damals das erste Mal dieses Thema auf, alles alternativlos, das muss so sein und. Und dieses Vermächtnis dieser Frau ist eine Katastrophe, anders kann man das gar nicht anders sagen. Aber wie gesagt, es gibt bestimmt noch Hartgesottene, die sagen, naja, das war schon alles gut, das muss schon so sein. Ne? Aber das ist, mit welcher rosaroten Brille schaust du dir das dann an? Und die kann dann natürlich nur ideologisch sein, diese Brille. Denn realistisch ist sie dann nicht mehr. Ne? Die Hartgesottenen hast du immer. Also egal, ob ein Staat und welcher Staat auch in der deutschen Geschichte jetzt umging, gab es immer noch ein paar, die haben 5 Jahre danach oder 30 Jahre danach gesagt, es war wunderbar eigentlich alles. Ich finde es sehr interessant bei der Frau Merkel, dass sie uns auch in ihrem Aussehen quasi schon hingeleitet hat in die Zeit, die sich jetzt abbilden will, folgt man den dunklen Gedanken, den dunklen Plänen. Diese China-Jäckchen meine ich, ja.
Die sahen ja aus wie von der kommunistischen Partei. Ja. Und sie waren quasi auch schon, sagen wir mal, Stufe 1 zu den Jekschen, die wir jetzt bei dem Herrn Schwab sehen, ne? Der ist ja irgendwie Darth Vader oder sowas, wenn, also sagen manche, wenn er da so steht. Wenn du die Jekschen von der Frau Merkel siehst, kommt mir jetzt gerade so, die sind gar nicht so weit weg. Also wie Stufe 1 bis zum Klaus Schwab, ja. Mhm. Du siehst den vollkommenen Zerfall der Narrative momentan. Ein Herr Lauterbach, der immer davon geredet hat, das ist eine nebenwirkungsfreie Impfung, sitzt jetzt in den Talkshows drin und sagt, es gibt die und die Nebenwirkung, ja. Also ich habe einen Filmausschnitt, da geht's dann um Thrombosen, ja. Und noch viel mehr, ne? Also genau. Ich erinnere mal nochmal hier auch an der Stelle an die Dokumentation Deadly Silent, Suddenly, zu Deutsch plötzlich verstorben, amerikanische Doku. Sehr, sehr von sehr guten Leuten gemacht, die vorher schon sehr erfolgreiche Dokus gemacht haben. Ich glaube, sie ist sogar auf Netflix gelaufen, wenn ich mich recht entsinne. Und natürlich auch sofort vom Spiegel zerrissen, ja, und so weiter und so fort. Ich möchte aber einfach nur nochmal vielleicht das Thema, ohne das persönlich zu meinen, aber ein Mensch wie eine Frau Merkel, so, die 16 Jahre lang den Mundwinkel hier unten hat, die offenkundig keine Freude empfinden kann, überhaupt so jemanden als Führungspersönlichkeit zu akzeptieren, zeigt doch eigentlich schon, das ist doch eine Bankrotterklärung letzten Endes schon auch von dem Volk. Wir wissen alle, dass die Führer gar nicht in dem Sinne uns die Wahl vorgegaukelt wird. Das steht alles mehr oder weniger vorher fest, wer da dran kommt und wer dran soll. Und man kann natürlich aufgrund von Geldflüssen natürlich das auch so beeinflussen, auch Wählerstimmen beeinflussen. Also jeder, der was anderes glaubt, ne, sag ich mal, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Aber überhaupt, dass ein Land das akzeptiert, ja, da fehlt es doch schon. Ode an die Freude möchte ich hier nochmal reinbringen. Ein Mensch, der so ist, der offenkundig in seinem Leben keine Freude empfindet. Oder ich erinnere mal an diesen, wie heißt der, glaube ich, der Herr Kretschmer oder sowas. Dem siehst du das ja schon an, das Gesicht ständig zur Faust geballt. Und das sollen Führer und Lenker sein eines angeblich mächtigen wirtschaftlichen Landes. Das kann doch gar nicht gut gehen. Das ist doch ganz klar. Wie soll das funktionieren? Ja? Die transportieren doch mit ihrer Persönlichkeit und dann transformieren sie das auf ein ganzes Land. Mir kommt es manchmal so vor wie so eine Rückreise in die 80er. Da bin ich zur Schule gegangen. Da gab es so ein Bub, der hat immer dem Lehrer die Tasche getragen. Ja? Den mochten wir gar nicht so sehr leiden. Ja? Es gibt manchmal einfach Leute, die magst du nicht. Ja? Mhm. Der hat dem Lehrer die Tasche getragen, war immer freundlich zu ihm, hat immer schön Knicksen gemacht und so. Der hat im Notenheft schon die 2er oder 1er bekommen. Ja? Ja? So ist auch eine Strategie vielleicht, wie man sich an die Spitze setzt. So viel vielleicht mal dazu. Und eine Frau Merkel spiegelt natürlich auch einen Zustand wider. Also wenn sie mit diesen Mundwinkeln, die du jetzt beschreibst, in die Kameras geschaut hat, dann hat sie, vielleicht hat sie auch unsere Unzufriedenheit, unsere Desorientierung vom ganzen Volk. Das sind Symbolfiguren. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, also. Gezeigt. Die ist nicht umsonst da. Die ist da, weil sie ein Ausdruck ist, einer Energie in einem Land. Führer sind immer nur möglich, wenn die Leute es akzeptieren. Sie hat uns gezeigt, wohin Konsumismus und nicht mehr verwachsen sein mit seiner Identität und wohin das führt. Mhm. Wohin das führt, ja. Lustigerweise kann man ja in dem Kontext Energie auch das durchaus dieses Wort, ihren Namen ja auch nochmal ableiten. Ne? Das Land ist ja dann ausgemerkelt. Und man kennt ja diesen Begriff. Ja, und sie heißt ja eigentlich auch Kassner. Sie ist ja in dem Sinne ein Künstlername, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch das ist schon. Es ist eigentlich sehr symbolträchtig letzten Endes, was ja passiert ist letzten Endes auch, ne? Die Energiereserven dieses Landes sind ausgeblutet in den letzten 16 Jahren ihrer Macht. Da ist keine Stärkung hervorgegangen oder in irgendeiner Art und Weise, wo man gesagt haben, was gab es denn Gutes? Was haben die denn beschlossen, dass für das Volk irgendwie gut war? Außer vielleicht, keine Ahnung, 10 Euro mehr Kindergeld oder irgend sowas, ne? Da gibt es ja immer irgendwo, wo man sagt, ja komm, da haben wir da was gemacht. Aber wann? Das ist auch immer die Frage, die mir ja gestellt wird oder sowas, vor allen Dingen vor Wahlen. Ja, was wählst du? Ich sage, ich wähle nicht. Ja, ist ja Bürgerpflicht, du musst du ja und so weiter. Ich sage, naja, das Problem ist, wenn die mal wirklich etwas
sagen, wo es darum geht, dem Volk, dem Menschen in diesem Land wieder etwas zu erlauben, anstatt ständig nur Resilienz zu verabschieden, dann wäre ich auch bereit, mich damit mal wieder auseinanderzusetzen. Aber ich sehe gar keinen Sinn, das zu legitimieren letzten Endes, dass es nur um Verbote geht, Einschränkungen geht, Kürzungen geht und. Schau, Patrick, so ist es noch. Ich habe da schon Hoffnung, dass sich das ändert. Auch eine Regierung Merkel, denke ich, könnte ich mir sehr gut vorstellen, gehört dazu, dieses Land nachhaltig zu schwächen, dass sie quasi im Vorlauf war zu diesen Rand Corporation-Dokumenten, die wir jetzt auch gesehen haben, wo klar gesagt wurde, es ist jetzt Agenda, Deutschland zu schwächen. Und das sehen wir mit der Deindustrialisierung und so weiter, weißt du? Und wenn du schaust, auch auf eine Hoffnungsfigur jetzt im Q-Mythos, zum Beispiel den Herrn Trump, der hatte als Schlagworte seine Wahlen, hatte der ja auch einmal Make America Great Again und America First. Und das zeigt im Grunde die Leitlinie auch ganz klar. Ganz, ganz eindeutig. Zuerst Amerika, und das bedeutet auch ein Vasall oder ein Verbündeter oder ein Freund, kannst du dir aussuchen, der dient dann den eigenen, und was dient er den eigenen Interessen? Ja. Um das mal von daher einzubetten, ja. Und von dieser Geschichte sind wir ja hier in diesem Land meilenweit weg, denn wir verschenken Milliarden ins Ausland, anstatt mal dafür Sorge zu tragen, dass Kindergärten gebaut werden, weniger Krankenhausbetten abgebaut werden, dass die Renten sicher sind und so weiter und so fort. Also dass hier die Bevölkerung, die 40 Jahre lang geschuftet hat für dieses Land, auch dementsprechend ohne Altersarmut, die heute 100% garantiert ist, ihren Lebensabend fristen kann. Das sehen wir im Ahrntal oder sowas. Wir verschenken auch da wieder Millionen und Milliarden ins Ausland, anstatt Infrastruktur im deutschen Lande aufzubauen und. Und das muss so sein, Patrick. Ja, Entschuldigung, dass ich reingrätsche. Aber bitte. Das ist jetzt wichtig, sonst vergesse ich es nicht. Immer hau rein. Das muss so sein, Adler zum Beispiel. Weil das ist das Merkmal von Vampirismus. Geld steht in der magischen Welt für Energie. Ja, für Energie. Und die Energie, es blutet aus. So wie die Gaspipelines keine Energie mehr bringen, geht das Geld aus dem Land raus, weil, als wären die Adern aufgeschnitten, und es blutet aus. Das muss so sein, weil es das Energetische abbildet. Und so kannst du ganz viele Prozesse, und das mache ich eigentlich auch, das mache ich dauernd. Nur das, was ich ausdrücke, tue ich in Energien rückführen, oder das, was ich an Energien fühle, versuchen, ins Äußere dann in der Zukunft zu übertragen. Das ist alles. Ja. Und wir haben das Thema schon, ich glaube, 12, 13 Jahre zurück oder sowas. Ich meine, das war so um 2007, 2008, als der damalige grüne Außenminister Joschka Fischer ein Zitat gebracht hat, was mehr oder weniger, ich kann es jetzt nicht ganz genau zitieren, aber es hieß, am Ende spielt es gar keine Rolle, wo das Geld hingeht. Hauptsache, der Deutsche hat es nicht. Ja, das hat er ja wirklich gesagt. Ja, ich kann es jetzt, wie gesagt, bringt das Zitat ja, nicht 100% zusammen. Ich bin immer vorsichtig, wenn ich Personen mit Satz zitiere, weil wir mittlerweile auch eine komplette, ja, ich nehme es wahr, als Agenda im Internet haben, die dann alles in Frage stellt. Der hat es gesagt, der hat es nicht gesagt. Wenn sie es nicht irgendwo abgedruckt haben in einem Buch, ist oder gedruckt, dann wird das immer alles total verwaschen. Neben jede Wahrheit kommen zwei Lügen, und es wird wirklich schwierig. Aber das Zitat kann man finden. Ich habe es jetzt nicht 100% aber es ging die Kernaussage, ja, reflektiert aus meinem Gedächtnis, aus meiner Erinnerung, war eben genau das, dass es gar keine Rolle spielt, wo das Geld hinfließt. Hauptsache, der Deutsche hat es nicht. Und diesen Satz habe ich sehr wohl noch in Erinnerung. Natürlich war es noch ein vorangegangener Satz, den habe ich jetzt aber nicht, aber jeder Zuschauer möge doch gerne dann, den es interessiert. Ich weiß aber, dass es definitiv gesagt wurde. Ist ja gedruckt worden. Ne? Ist also jetzt nicht frei zitiert oder irgendwo herbeifantasiert. Aber nochmal, kommen wir wieder zu diesen Energien zurück. Okay. Ein grüner Außenminister, ja, macht so eine Aussage roundabout um 2007 rum. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Jahre später sehen wir eine grüne Regierung, die nichts anderes macht, als diesen Kernsatz in die Realität umzusetzen.
hier kann man ja eins und eins, wer dazu in der Lage ist, und unsere Zuschauer sind das definitiv, kann man ja zusammenzählen und dann kann man auch begreifen, wie lange diese Agendas ja laufen. Dass das eben nichts ist, was in der Wahlperiode funktioniert, sondern was über Jahrzehnte hin geplant wird und immer wieder korrigiert wird, ähnlich wie der Juncker das mal gesagt hat, ne? Wir stellen was in den Raum, wenn es keinen Widerstand gibt, machen wir weiter und was machen wir so lange weiter, bis es zu spät ist. Ja? Das Prinzip kennen wir auch, Salamitaktik. Ja. Das ist doch Realität. Das ist ja nichts, was wir, wo wir sagen, wir reden über Theorien. Ich fasse es wie du auf, auch als ein langes Programm hier über Jahrzehnte, das zerstört hat, das ja rückgebaut hat. Hm. Und das ist die Blüte dieser Zeit. Da sind wir wieder im Jetzt. Kleiner Exkurs. Mich fasziniert dabei immer, wie man es allen Leuten klar sagt. Und dann kommen die Medien, machen immer ganz viel Nebel und keiner bemerkt es dann. Also, was meine ich konkret? Ein Herr Biden sagt als Wahlkampfslogo Build Back Better. Also, wir bauen es zurück und dann bauen wir es besser wieder auf. Ganz frei jetzt übersetzt. So, und genau das sehen wir, aber keiner oder die wenigsten zählen das Offenkundige mit eins und eins zusammen. Dass es uns wirklich von Arsch im Grunde getragen wird und gesagt wird, frontal. Wenn du jetzt wie ich das einfach zusammenzählst und sagst, bist du Verschwörungstheoretiker. Und das ist der Irrsinn der neuen Zeit. Das ist unglaublich. Gut, das sehen wir jetzt. Wir sehen Zerstörung, wir sehen Rückbau. Stell dir, wenn du fragst, wo sind wir dabei, dann stell dir einfach eine Welle vor. So, wegen mir eine Gauss-Kurve oder bei den Kontradierwellen, diese vielen Wellen da hintereinander, ja, die Zyklen da. Und dann sind wir eben jetzt sehr, sehr nah an den Wände, an den Notpunkten, wo es runtergeht, an den Notwänden dran. Und das steht uns in den nächsten 1-2 Jahren, wird schon mal Zeitschiene schwierig. Mit Verlaub, Ausrufezeichen, steht uns das jetzt bevor. Ja. Und sehr unangenehme Zeiten. Ich weiß einfach nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das ist so, auch sinnbildlich so, die Wahrheit versteckst du am allerbesten vor aller Augen. Das ist so dieses Thema, ne, was du gerade gesagt hast. Es wird uns ja eigentlich, es schreit uns an in den Meldungen und natürlich auch zwischen den Zeilen. Ja. Und genau da versteckst du es eben am allerbesten, weil da ist es so offenkundig, dass es eben gar nicht geglaubt werden kann. Wenn sich ein deutscher Kanzler hinstellen würde und sagen würde, ja, wir ruinieren jetzt dieses Land, um es besser aufzubauen. Das würde gar nicht geglaubt, selbst wenn er es sagen würde. Ja, aber ja, natürlich. Das wäre tatsächlich aber so ein Satz, wäre die tatsächlich momentan beste Erklärung, um auf einer Mentalebene alles, was passiert, zusammenzubringen. Ne? Tatsächlich, ja. Ist schon so. Lass uns gleich zum Abschluss der Sendung vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen, wie du das 2023 wahrnimmst. Ich würde aber gerne, und das ist, glaube ich, für den Zuschauer wichtig, und es soll uns auch aufbauen bei den Meldungen und bei den Themen, die wir jetzt in dieser Sendung behandelt haben, dass wir da ein bisschen positiv rausgehen. Es gibt ja ein Experiment, was an nahezu allen Elite-Universitäten gemacht worden ist. Und du hast mich drauf gebracht mit dem Thema Gaußsche Allgemeinverteilung. Also jeder Zuschauer hat das schon mal in der Matheunterricht gesehen. Eine Gaußsche Allgemeinverteilung ist quasi, ne, diese Welle. So, jetzt hat man folgendes Experiment gemacht. Man hat also eine Wand gebaut und dort sind quasi hunderte von Bällen runtergefallen. Und da waren so eine Holzflöcke natürlich in regelmäßigen Abständen von oben nach unten. Sieht aus ähnlich wie so ein Kinderspiel, wo man früher diese Dinger reingeploppt hat und der Ball dann irgendwo hin ist. Wenn man das also oben reinkippt in diese Wand oder sowas, entsteht, je öfter man das macht, natürlich genau das, diese Gaußsche Allgemeinverteilung. Also die Wahrscheinlichkeit, wie sich diese Dinge eben verteilen. Und dann hat man aber auch, und das ist interessant, das ist in den 70ern schon gemacht worden, Geistheiler und was weiß ich nicht für Leute eingeladen und gesagt, könnt ihr durch Manifestation, durch Konzentration auf diese Sache, also mit Energetik, ja, könnt ihr diese allgemeine Kurve verändern? Wir kippen immer dieselbe Anzahl an Bällen oben rein, immer in den gleichen Zeitabständen. Und was ist rausgekommen? Siehe da, die Menschen konnten diese Allgemeinverteilung verändern zugunsten einer Seite. Was bedeutet nichts anderes? Geist herrscht über Materie und das ist der Beweis davon. Bedeutet doch für uns und für alle, die das jetzt gesehen haben, die Sendung, so als Hoffnungsschimmer. Freunde, wir haben es immer noch in der Hand. Das ist sehr interessant, was du da sagst. Also in den ersten Jahren meiner RV-Zeit habe ich mich mit solchen Dingen sehr intensiv auseinandergesetzt.
Mir fällt zu dem Beispiel, das du sagst, ein, das Global Consciousness Projekt. Das kann das jeder gleiche mal. Gleiche Prinzip, ja. Die Eier, ne? Also die rechnen im Grunde immer eine Normalverteilung an Zahlen. Deswegen fasziniert mich ja tatsächlich auch das Testbild so, also dieses Grizzle-Testbild. Mhm. Fernsehen. Aber da müsste ich jetzt wirklich länger palabern, da mache ich lieber meine eigene Sendung irgendwann zu. Und Abweichungen von dieser Normalverteilung an Zahlen bei diesen Eiern, die werden registriert. Warum? Weil man eine These hatte, dass man sagte, wenn es Abweichungen gibt, dann ist wahrscheinlich ein Erregungsniveau in der Mentalebene da, das Ereignisse voraussignalisiert. Und tatsächlich konnte man sehr viele Korrelationen dann auch finden zwischen Ereignissen wie 9/11 und Ausschlägen auf diesem Ei. Das bedeutet, dass wir mit unseren Geisteskräften in der Energiewelt wirken, bevor sich Dinge, genau wie du sagst, dann in der Materiewelt ausdrücken. Natürlich, genau das. Ja, das ist da. Okay. Und insofern betrachte ich die nächsten Jahre bislang immer als eine positive Sache. Wir dürfen den Gürtel enger schnallen, ja. Bei einer Diät spricht man auch gerne vom Gesundschrumpfen. Und jetzt mal, wie nähern wir uns an das? Nimm die letzten 40 Jahre. Konsumismus, in der Welt rumchatten, Unbewusstheit, Materialismus, immer höher, immer weiter, viel Konkurrenz, entbunden von Historie. Hat es uns glücklich gemacht? Sicher, man kann im Überfluss gut leben, aber für viele war es einfach nur ein Gift. Einfach nur ein Gift. Ja. Und dazu kommt jetzt die Umkehr. Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und wir bekommen auf der anderen Seite, denke ich, mehr an geistiger Freiheit wieder zurück. Weniger Wohlstand, weniger Komfortzone, ja. Ich erwarte mit 2023 immer so das Jahr des Erdöls und ja, auch weiterhin Energiearmut. Ja. Alles, was, oder sagen wir es für die Leute, die einkaufen gehen, alles, was Brennwert hat, ja, siehst du auch die Kalorien, zählenden Lebensmittel im Supermarkt, die sind die teuersten. Weil es Kalorien, weil es Brennwert hat. Alles, was Brennwert hat, alles, was energiereich ist, ist auf einmal wieder begehrt. Und das ist 2023, wird dieser Trend sich fortsetzen. Auf der anderen Seite, die geistigen Energien, die werden mehr und mehr befreit. Mhm. Also jetzt für uns Deutsche, ich hänge am deutschen Feld dran. Ich kann dir, Gottes Willen, ich kann dir nicht sagen, ich hänge am deutschen Feld dran. Ja. Das ist ja auch gut so. Ich meine, was du angesprochen hast, ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Gründer von Apple, Steve Jobs, hat ja in einer seiner letzten Interviews auch gesagt, rückblickend auf sein Leben, er würde es zwar genauso machen, aber er würde eine Sache würde ändern. Er würde den Fokus nämlich mehr auf das Thema Familie und Beisammensein legen und weniger auf das Thema Geld verdienen oder der Pionier sein, der er war. Und da erinnere ich mich auch an ein anderes Interview, da hat man einen Millionär gefragt mit 500 Millionen Privatvermögen, ne? Also da sind die Firmen mal nicht drin, also versteuertes Privatvermögen auf der Bank. Und der war in seinen 70ern ungefähr und den hat man gefragt, was wollen Sie denn eigentlich im Leben? Was ist so ihr Ziel und so weiter. Und er hat genau das gesagt. Ne? Ihr wisst, ich habe 500 Millionen auf dem Konto, ich bin 70 Jahre. Was glauben Sie, was mir jetzt noch wichtig ist? Und er kam genau dann auf diesen Trichter. Familie, Freunde, geben. Ja, zurückgeben. Vielleicht wirklich nochmal einen echten Wert im Leben schaffen. Und das ist ja lustig, wenn jemand sagt, der sein ganzes Leben lang darauf aus war, sein Bankkonto zu füllen und jedem sei es gegönnt, ja, der aber sagt, ich möchte echte Werte schaffen. Heißt das, 500 Millionen sind kein echter Wert? Ja, der hat das erkannt. Ja, und es gibt ja dieses Sprichwort, ne? manche sind so arm, die haben nur Geld. Und da sehen wir eben, dass sehr viele Menschen eben am Ende ihres Lebens dann doch auf den Trichter kommen, gab vielleicht doch noch irgendwie andere Sachen im Leben, die mir wichtig gewesen wären, ich die aber ignoriert habe aufgrund eben des Konsumismus oder was auch immer, aufgrund von Ideologien, die man gefolgt ist oder einen übersteigerten
Ehrgeiz im Sinne von erfolgreich sein und so weiter und so fort. Und das sind ja auch letzten Endes, da kommen wir ja wieder zurück zu diesem Thema Tugenden, auch der deutschen Seele letzten Endes. Denn Familie war ja eigentlich das höchste Gut, was es in diesem Land gab. Ich meine mich zu erinnern, dass es gerade in den deutschsprachigen Raum eines der wenigen Ländern in den letzten 150 Jahren noch war, wo so viel Familie in Generationenhäusern gelebt haben. Also sprich die Kinder, dann die Eltern und die Großeltern alle in einem gelebt haben. Das gab es weder in England, in Amerika auch schon nicht mehr. Das gab es in diesem Land noch. Ja, und das ist auch weg. Ja, also diese Säule. Und lass mich zum Ende noch ausführen, warum mir das so wichtig ist. Und da würde ich dann deine Meinung noch zu hören. Ich bin kürzlich auch wieder gefragt worden und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, was die Lösung letzten Endes all dem. Ja, und meine Lösung ist, ja, bringt die Familien wieder zusammen. Oder schlichter ausgedrückt, bringt die Energien von Mann und Frau wieder zusammen, in der Qualität, wie sie sich gehört und wie sie ursprünglich auch, sagen wir, von der Schöpfung ausgelegt und angelegt ist. Dann kommen zwei wirkliche Qualitäten zusammen, die ja sogar Leben erschaffen können. Und kein Tyrann dieser Welt, sei er noch so mächtig oder sonst irgendwas, wäre so blöd, ein Volk versuchen zu versklaven, wo das Thema Familie und Mann und Weib wirklich im Einklang ist. Denn das ist so mächtig und so stark, dass es kein Tyrann versuchen würde, ein Volk zu versklaven oder zu unterdrücken, wo diese Energien wirkliche, wahrhaftige Qualität haben. Und wenn man mich also fragt, wo ist die Lösung all dieser Dinge? Aus meiner Sicht, langfristig gesehen, genau da. Dann ist es egal, wie viele Tyrannen und wie viel Herrscher du hast, die werden nicht so blöd sein, weil Mann und Frau zusammen sind sehr wehrhaft. Wehrhaft. Und ein wehrhaftes Volk, das unterdrückst du nicht. So dumm bist du nicht. So blöd bist du nicht als Tyrann. Dann suchst du dir auf gut Deutsch, ne, da wo es eben geht, ja, aber kein wehrhaftes Volk. Es heißt doch immer, die germanischen Frauen hätten in zweiter Reihe gestanden auf dem Schlachtfeld hinter den Kriegern. Ja. Nicht nur, um ihnen Waffen zu geben oder um sie zu unterstützen, sondern um sie auch anzufeuern oder um sie zu verhöhnen, wenn sie schwanken. Da hast du auch diese Verbindung Mann-Frau. Und jeder, der einmal verliebt war, weiß, wie magisch es ist, was da sofort für Kräfte frei werden, bis hin zu Telepathie. Ich behaupte ja weiterhin, in einer Beziehung ist für einen Mann, Telepathie, Grundvoraussetzung. Ja. Ich sagte es ja mit einem Ei, kleinen Augenzwinkern, aber liebevoll. Liebevoll, ja. Einheit Mann-Frau ist die Urzelle, aus der alles entspringt nachher, wo sich auch die Pole vereinen tatsächlich, da beginnt die Magie. Ja. Okay, pass auf. Ich habe mich die ganzen Jahre, sind wir wieder bei der Fußballmannschaft im Grunde, habe ich mich gefragt, wie willst du das denn, so eine Naturkraft, die wirklich zueinander will auch? Ja, wir sind alle sexuelle Wesen auch. Und wie willst du die denn zerstören? Wie willst du das denn kaputt machen? Und genau wie bei der Fußballmannschaft konnte ich es mir nicht vorstellen, wir sehen es dieser Tage. Die Bösartigkeit darinnen, ich fasse es als Bösartigkeit auf, sagen wir es so, ich nehme es so wahr, indem du im Eigenbild der Menschen zersetzt und anhält. Ja, was bist du jetzt eigentlich für ein Geschlecht? Was willst du denn alles ausprobieren? Komm, ich zeig's dir mit 6, 7 Jahren schon. Und damit beginnst du natürlich die Familie als Keimzelle von allem Guten nachhaltig zu zerstören. Das ist das, was ich da sehe. Meine Hoffnung sind Länder da wie, ja, tatsächlich Russland, Ungarn, die hier natürlich verschrien werden, die klar gesagt haben, wir wollen so etwas nicht. Ja, es soll von mir aus homosexuelle Beziehung sonst was geben, aber als allgemeinen Trend in meiner Gesellschaft wünsche ich mir das nicht, möchte ich bauen auf eine Familie als Keimzelle. Du sprichst mir da aus der Seele. Aber es war halt der kleinste Punkt, den man, wenn man einwirken möchte, zerstören müsste. In der Familie ist Einheit, ist Liebe, ist Geborgenheit zu finden. Da musst du rein, wenn du jetzt aufweichen willst, ja. Wolltest, wenn du das wolltest, ja. Ja, Vertrauen, ne? Und wie viele Kommentare, Statements und Meldungen haben wir in den letzten 2, 3 Jahren vernommen letzten Endes, ne? Wo der Keil sozusagen der Corona-Debatte bis in die Familie runter ist, wo sich Familien entzweit haben aufgrund von Meinungsverschiedenheiten und Meinungsbildung, Ideologien und so weiter. Wenn es so noch sowas wie einen finalen treibenden Flock gebraucht hätte oder gegeben hat, dann war es der.
Ja, und an dem lässt sich ja freilich wunderbar jetzt weiter aufbauen. Ja, und das, genau das passiert ja auch. Aber da ist die Rückbesinnung wieder. Und ich glaube auch, und das ist das damit möchte ich positiv abschließen, gerade wir Deutschen, muss man einfach sagen, oder bleiben wir bei dem Thema deutscher Geist, der lässt sich sehr lange sehr, sehr viel gefallen. Ja. Ja, da wird sehr viel am Stammtisch rumgejammert und so weiter und so fort. Und ich habe es schon oft genug gesagt und das hat die Geschichte auch leider, na sagen wir es mal, nicht ganz so perfekt bewiesen. Aber wenn der Deutsche sich mal aufmacht, ja, etwas zu verändern, dann macht er das mit chirurgischer Präzision. Ja. Und dann kommt eben wieder die Logik zum Tage und dann zieht er das durch. Mhm. Ob das am Ende was Sinnvolles ist oder nicht, das ist hier nicht Gegenstand dieser Diskussion. Ja, da ließe sich freilich auch noch viel mehr zu sagen. Aber genau das ist es. Wenn so ein gewisser Kipppunkt erreicht ist, ja, und die Stimmung wirklich kippt im Land, dann geht es sehr, sehr schnell. Weil natürlich hier auch ein starker Egregor ja ist. Gerade die deutsche Seele hat einen sehr starken Egregor. Ja, und zwar über Jahrtausende. Liebe Kinder, falls es hier Jugendliche gibt, die hier jetzt gerade zuschauen, weil sie zufällig auf dieses Thema gekommen sind. Es gab auch eine deutsche Geschichte vor 1936 oder 39, ja, die 1000 Jahre zurückgeht. Also nur mal als Hinweis. Das heißt, wir haben eine lange Tradition und diese Rückbesinnung, glaube ich, wird nach und nach auch wieder zurückfinden, eben genau in diese Themen rein und dann wird das auch wieder sich kippen und verändern. Ob der Beginn schon nächstes Jahr ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube auch nicht, dass wir rein jetzt von den Zeitqualitäten her sehr weit weg sind, im Sinne auch vielleicht in einer historischen Betrachtung und in einer schöpferischen Betrachtung. Was sind denn da 1-2 Jahrhunderte, ja, im Sinne einer Schöpfung? Das ist ja gar nichts. Ja, bei den Germanen war das immer so, dass durch das Hornblasen, dass alle wach wurden oder bereit waren. Mhm. Ich denke, so ein treibendes Ereignis brauchen wir symbolisch gesehen hier auch noch, denn viele wollen partout noch ein bisschen weiter pennen, wobei der Systemexodus eingeleitet ist. Das ist eine Frage der Zeit, bis er kommt. Ich meine das positiv, weil du sagst, du willst positiv abschließen. Ich sehe das positiv. Ja. Die deutsche Seele, der deutsche Geist ist aus der Anderwelt und damit untotbar, unkaputtbar. Und die Lethargie, die wir jetzt auf die Spitze getrieben haben, die wird bald in Handeln umschlagen, Klammer auf müssen, Fragezeichen, Klammer zu. Deutsche Geschichte ist viel mehr als 39 bis 45 und wir sind stark. Tatsächlich. Wir haben hier 2 30-jährige Kriege überlebt, auf diesem Boden. Alles das haben wir mit der Muttermilch aufgesogen. Alles das ist in den Geistfeldern von diesem Land überall einkodiert. Da müsste man eigens drüber reden. Wir leben inmitten von diesen Feldern und die Felder leben in uns. Das ist ein Resonanzprozess, der ständig da ist. Ja, das machst du nicht kaputt, nö. Der Umschwung ist voraus und die Notwende kommt, ja. Mhm. Wenn die Straßen verdreckt sind und es kommt ein ziemlich heftiger Sturm, dann knallen Türen, Fenster gehen vielleicht kaputt, aber die Straßen sind hinterher sauber. Und insofern ist es natürlich notwendig, einen gewissen Ruck zu haben oder von mir aus nennen wir es Systemabbau und so weiter und so fort. Das ganze Thema Korruption, da müssen wir gar keine Verschwörungstheorie aufmachen oder sowas. Alleine wenn wir Korruption in diesem Land wirklich mal angehen würden und verhindern, wie viel Milliarden da übrig bleiben auf einmal. Wenn wir den Lobbyismus einfach mal wieder anständig unter Kontrolle bekommen. Ich meine mal gelesen zu haben, 1200 Lobbyisten auf einem Bundestagsabgeordneten hochgerechnet. Wer da immer noch glaubt an die Demokratie und dass das fürs Volk ist, gut, möge es ja glauben, Fakt ist aber, dass es nicht der Fall ist. Und diese Dinge müssen natürlich weg und das kann natürlich für den einen oder anderen auch sehr schmerzhaft werden, gerade für Leute natürlich, die innerhalb des Systems sich sehr wohlfühlen und dort, und innerhalb dieses, sagen wir mal, geistigen Gefängnisses sich sehr zu Hause fühlen. Und wir erleben ja auch das Thema der Freiheitsbewegung eben und eben nicht im kriegerischen Sinne, sondern ne, dem System die Energie entziehen, alleine durch die Erkenntnis nicht mehr mitspielen zu wollen. Und dann umzusetzen, dieses nicht mehr mitspielen hinzu, ich mach nicht mehr mit. An den Ecken und neuralischen Punkten, wo es möglich ist. Ich rede nicht, ne, als Tipp jetzt hier alles rauszuziehen, weil das geht auch freilich sehr schwierig.
wo es diese Menschen gibt. Aber an den Punkten, wo es mir möglich ist, die Energie rauszunehmen und bei mir mal wieder zu bleiben, ja, und eine positive Zukunftsvision im Sinne eben, lass es doch von mir aus eine positive Zukunft im Sinne eines deutschen Geistes sein, ja, dass wir alleine mal beide wieder den Mut haben, darüber zu sprechen. Ganz sicher gibt es viele Menschen, die da zusammenzucken würden, wenn du, wie gesagt, da über deutschen Geist sprichst und so weiter, über die Nationalität, die wir haben, über den Stolz, den wir haben, über unsere glorreiche Vergangenheit, die wir haben. Ja, da gab es auch ein paar Kapitel, die nicht so toll waren, keine Frage. Aber wir können ja nicht von ein paar Jahrzehnten letzten Endes Jahrtausende einfach wegdiskutieren, die da waren. Ja? Und da wieder hinzukommen. Und das ist ja wunderbar in dieser Zeit gerade auch wunderbar möglich, in den Wintermonaten, wo es ja sowieso um die Einkehr und die Besinnung ins Selbst, ins Ich geht. Ja, wann könnte es denn besseren Zeitpunkt geben? Du hast eben gesagt, also wir wollten zwar aufhören, aber du hast was Wichtiges gesagt, dieses Zusammenzucken, diese Reaktion, die eingespeist worden ist bei uns auf bestimmte Worte, bestimmte Ereignisse. Das ist ein Reizreaktionsschema, wie man Tiere beinahe dressiert. So etwas interessiert mich immer sehr, denn da haben wir es zu tun mit gesellschaftlichen Blindflecken. Ja. Und da muss man hingucken. Da muss man besonders dann nochmal hingucken. Diese Prozesse sind, wenn wir viel Glück haben, sind sogar diese Prozesse noch mit drin. Mhm. Wir haben die C-Zeit erlebt. Das ist mir sehr spät aufgegangen. Nochmal nachgetragen zu vorhin bei dir. Als Zeit, die uns offenbart hat, dass wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft tatsächlich aber tief durchwurzelt wie ein Schimmelpilz im Brot befallen sind. Es ist nicht so, dass eine Politikerkaste es über uns ergossen hat. Vielleicht war sie der Impuls. Aber mittlerweile gibt es so viele Gewinnler, Protagonisten, neue Strukturen, neue Gewinnmöglichkeiten. Denk nur an Leute, die mit Druckmitteln Geld verdienen, ja, dass wir als Kollektiv befallen sind. Und so aussichtslos das jetzt aussehen mag, hat die Geschichte immer wieder gezeigt, ganze Systeme, wo auch nahezu alle mitgemacht haben, sind hinweggefegt worden. Ja. Das Beständigste im Universum ist der Wandel. Ja. So ist es auch. Ja, Frank, ich merke, wir könnten unseren Dialog ewig weiter fortsetzen und wir planen gerne für die nächste Sendung ein bisschen mehr Zeit und es wird sicherlich keine 3-4 Monate vergehen, bis wir dieses Format hier in dieser Form wieder weitermachen und wir sehen uns sicherlich nächstes Jahr auch mal wieder live. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, in den letzten Minuten in dieser Sendung vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis zu geben für Dinge, die du selber vielleicht den Menschen noch kundtun möchtest. Also was hast du vielleicht geplant? Sind größere Sendungen geplant? Hast du vielleicht wieder Gesprächsrunden geplant. Du sprachst von einem Vortrag, den du ausgearbeitet hast und so weiter. Ich bin momentan am Deutschen Geist, da mache ich eine Vortragsrunde. Also wer eine Gruppe hat bei sich, also schon Leute, die sich treffen, der kann mich gerne einladen. Ich komme frei, ich komme einfach so, ja, den Abend. Ja, ich habe meinen Deutschen Geist-Vortrag, den mache ich. Wir machen unsere Gesprächsformate über Geostrategie, wo es schön wäre, wenn du, oder die Lage, wir nennen es eigentlich Lage, wo es schön wäre, wenn du auch mal vorbeikommst. Du hast ja schon gesagt, du hättest da auch mal Bock drauf, die energetische Sicht und Hintergrundkräfte da mal drüber zu reden, aus geistiger Warte heraus. Gerne. Finde ich sehr spannend. Ja. Ansonsten sind Marc und ich dran, dass wir einen Kongress aufbauen, einen sehr, sehr schönen, mit lauter Hochkarätern in der alternativen Szene. Wo ich auch wirklich ein bisschen stolz bin und froh bin, dass wir die zusammenbekommen haben. Das wird im nächsten Februar, Ende Februar der Fall sein, wo wir den machen werden. Da werden wir nächste Woche rum, denke ich, an die Öffentlichkeit gehen und werden dann auch mal ein bisschen mehr erzählen. Da bin ich halt momentan sehr eingebunden, ja. Gib uns doch wenigstens für die Sendung einen kurzen, ganz groben, was soll Inhalt sein dieses Kongresses? Naja, guck mal, wir haben jetzt in dieser Sendung andauernd, über was haben wir geredet? Über die Wandlung, die uns bevorsteht. Deswegen haben wir gesagt, im nächsten Jahr ist auch das Hauptthema Wandlung. Lass uns einen Kongress machen über Wandlung, über Transformation. Vom einzelnen Menschen, aber auch von dem ganzen Kollektiv. Mhm. Genau das ist das Thema. Ja. Mhm.
Wenn du da Unterstützung brauchst im Sinne der reinen mentalen Struktur, die ein Mensch braucht, um so einen Wandel und die Transformation sinnvoll zu gestalten und für sich ins Positive zu wenden, darfst du dich jederzeit an mich wenden. Das ist so ein bisschen etwas, womit ich mich in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt habe. Das Thema Mindset. Ja, also wie gesagt, eine wirklich mental starke Struktur, die man braucht, um Krisenzeiten zu überwinden. Denn das ist mit reinem Energetik- und spirituellem Hintergrundwissen oft nämlich nicht zu machen. Es braucht auch diese mentale Stärke dazu. Zu wissen, also grob gesagt, genau. Zu wissen, warum kommt das, ja, wie nutze ich das, wie kann ich das im Sinne dessen, während alle dorthin gucken und sich die Katastrophe anschauen, was passiert mit du